Sie gehört zu den Königinnen aller deutschen Schnellzug-Dampflokomotiven, die bayerische S3/6. 1908 baute J.A. Maffay in München die erste. Bis 1930 wurden es über 150 Exemplare. Diese hier ist die letzte, die 1918 noch von der Königlich Bayerischen Staatsbahn beschafft worden war. Sie zeigt sich weitgehend im Ursprungszustand, in bayerisch-grün und mit alter Betriebsnummer. Charakteristisch das Windschneidenführerhaus. Seit 1996 ist sie nun der Star des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Eine ihrer ersten großen Fahrten nach der Wiederinbetriebnahme führt sie quer durch Deutschland. Auf über 3500 Kilometern kann die alte Dame ihrer Konstruktion alle Ehre machen. Im BW Berlin-Lichtenberg rangiert sie in den Schuppen. Schon 1959 wird diese S3/6 ausgemustert. Bei der Reichsbahn und später bei der Bundesbahn trägt sie die Nummer 18478. Ein Schweizer namens Serge Lory nimmt sich ihrer an und gibt der Lokomotive ihr ursprüngliches bayerisches Aussehen fast wieder zurück. 1981 verstarb Lory. Nach mehreren Eigentümerwechseln kommt sie dann 1993 zum Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Seit 1996 ist 3673 nun sogar wieder betriebsfähig. Zusammen mit 01066 ist sie hier auf dem Weg von Dresden nach Berlin. Beinahe zierlich wirkt die S3/6 vor der großen Einheits 01. Zwischen diesen Konstruktionen liegen aber nicht einmal 20 Jahre. Gegenüber der Einheits 01 ist die S3/6 technisch gesehen weitaus anspruchsvoller. So sorgt beispielsweise ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk für optimale Dampfausnutzung. Das Triebwerk fällt durch die Kräfteteilung deutlich filigraner aus. Allerdings ist es gegenüber dem Zweischläger wartungsintensiver. Einfahrt in den Bahnhof Berlin-Lichtenberg. Lassen Sie uns in den Geschichtsbüchern blättern. Für den schweren Schnellzugdienst reicht die erste bayerische Heißdampfmaschine S3/5 nicht mehr aus. Zurück zur 18478 des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Im Jahr 2000 schlägt die Firma Märklin vor, die Lokomotive für ein Jahr befristet mit einem blauen Anstrich umzugestalten. Die S3/6 war seit jeher für verschiedene Farbvarianten bekannt. So gab es 1910 und 1924 für Ausstellungen bereits blaue Maschinen. Der Anstrich hat keine historische Vorlage, sondern ist ein zeitgenössisches Design. Hier im Lahntal.
Heute trägt die Lok wieder die Ursprungsfarben, deren Farbton dem Original sehr nahe kommen dürfte. Leider ist 1878 heute nicht mehr betriebsfähig. Hoffen wir auf eine baldige Wiederinbetriebnahme.